Auch von meiner Seite einen guten Abend, die Sie hier sind, die Sie zu Hause sind. Es wurde eben schon angesprochen, wir haben ein Buch herausgegeben, Jüdisches Leben im Nordschwarzwald. Es geht dabei um die Region zwischen Pforzheim und Rottweil. In Pforzheim und Rottweil haben wir heute jüdische Gemeinden und es geht um die Gegend dazwischen. Dazwischen liegt unter anderem Beisingen, ein Ort mit einer langen jüdischen Geschichte. Und es freut uns sehr, dass Dr. Freddy Kahn bei uns ist, der Abend seine Familiengeschichte über 10 Generationen, Heimat im Nordschwarzwald, jüdische Heimat im Nordschwarzwald. Und wir wollen im Gespräch mit ihm diese jüdische Geschichte des Nordschwarzwaldes anhand seiner Lebensgeschichte kennenlernen. Heute wird es schwerpunktmäßig um seine Familie gehen. Wir werden einen zweiten Vortrag haben, bei der wir speziell auf seine persönliche Geschichte mit ihm zu sprechen kommen. Wir haben immer wieder Bilder dazu und wollen uns an diesen Bildern orientieren. Das erste ist ein Stammbaum, der zurückreicht bis ins 17. Jahrhundert. Es ist die Zeit nach dem 30-jährigen Krieg, in der große Zerstörungen geherrscht haben, in der viele Menschen umgekommen sind durch die Kriegswirren, durch die Hungersnöte und anschließend die Landesherren herausgefordert waren, wieder ihre Ländereien, ihre Dörfer, ihre Städte zu füllen mit neuem Leben, mit neuen Menschen. Und da hat unter anderem dazugehört, dass man anderen Menschen Rechte eingeräumt hat, sich niederzulassen. Und zu diesen Gruppen, die sich ansiedeln durften, gehörten auch die Juden mit bestimmten Schutzbriefen. Herr Dr. Kahn, was wissen Sie über die Anfänge Ihrer Familie? Also zunächst mal guten Abend, meine Damen und Herren. Es ist schön hier. Ich bin zum ersten Mal da und es ist eine außergewöhnliche Begrüßung. Also, das war Beisingen. Ich weiß nicht, ob Sie sich vorstellen, wo das ist. Stellen Sie sich Herrenberg vor, auf dem Weg von Stuttgart nach Freudenstadt, Herrenberg oder Nagold. Nagold ist ja im Kreis Kalb, das war Sie im Begriff. Und zwischen Herrenberg und Nagold ist eine Enklave. Unter anderem ist das Judendorf Beisingen dort, wo meine Vorfahren sich bereits Ende des 1670, 80 angesiedelt haben und bis zu dem heutigen Zeitpunkt, also ich wohne jetzt zwar in Nagold und habe da meine Praxis gehabt, aber bis zu dieser Zeit lebten alle in dem Dorf und das ist außergewöhnlich für jüdische Familien, die immer überall wieder wegziehen mussten. Und das ist etwas Besonderes. Die erste Ansiedlung in Beisingen war 1561, da ist es zum ersten Mal erwähnt. Und es gibt so ein paar interessante Punkte, die Sie wissen sollten. Am Anfang der Ansiedlung durften sie nur in bestimmten Schutzhäusern leben. Und wenn jemand verstorben ist, dann musste beerdigt werden auf dem Friedhof in Mühringen. Das sind bestimmt 20 Kilometer weg. Und nach der jüdischen Tradition muss der Tote sehr schnell beerdigt werden, möglichst noch am gleichen Tag. Jetzt können Sie sich vorstellen, was das für ein Aufwand war, wenn man nach der jüdischen Religion jemanden bestatten wollte. Aber das hat sich geändert. Man durfte 1778 dann einen Friedhof anlegen, immer außerhalb vom Ort. Da musste ein Wasser sein, dass man die Hände wäscht, nachdem man auf dem Friedhof war. Und möglichst haben die christlichen Dörfer die Judenfriedhöfe ein bisschen weiter weg vom Dorf erlaubt, sich dort einen Friedhof anzulegen. Und 1784 war es erlaubt und wurde dort eine Synagoge zum ersten Mal gebaut. Beim Judentum ist der Friedhof und die Synagoge und noch ein paar andere Dinge ja sehr wichtig.
Im Laufe des Anfang der 1800 Jahre, 1806 kam Baisingen zum Königreich Württemberg und es gab dann so die ersten Emanzipationsbewegungen. Die Juden waren nicht gleichberechtigt, aber dann wurden sie langsam gleichberechtigt und es war für die Juden natürlich eine wichtige Sache und das Königreich Württemberg war wirklich ein Vorläufer, wo die Emanzipationsbewegung wirklich vonstatten ging, sodass 1848 eine Hauptemanzipationsbewegung war, dass die Juden gleichberechtigt sind im Staate Württemberg. Aber es gab auch Menschen, die da nicht mit einverstanden waren. Die haben gedacht, es ist für uns eine Konkurrenz, wenn da die Juden gleichberechtigt sind. Also gab es, und das möchte ich heute nicht über diese schlimmen Zeiten berichten, sondern über die guten Zeiten. Aber 1848 gab es ein Judenprogramm. Das muss man sich vorstellen, am Ostersonntag sind die Menschen gekommen, die christlichen Menschen, und haben die Juden bedrängt, haben sie die Wohnungen zerstört, haben Geld gefordert. Und es war schon eine große Geschichte, die bis zum heutigen Tage historisch auch wirklich etwas ist, wo man nachlesen kann. Aber dann gab es natürlich auch gute Zeiten, nämlich so 1880 waren die Juden ziemlich gleichberechtigt und es gab eine friedliche Koexistenz. Und wenn Sie meinen Stammbaum angucken, dann sehen Sie einen Vorfahren, Moses HaKohen. Das war der erste, wo man nachweisen kann, wann er gestorben ist in Baisingen. Das sehen Sie auf diesem Schaubild. Das habe ich ein bisschen einfach so angelegt. Aber damit man so ein bisschen weiß, die Namen. Und ganz am Schluss, da sind dann auch meine Enkel drauf. Und Generationen gehen weiter. Die 10 Generationen sind die in Baisingen gelebt haben, aber dann geht es weiter. Und für mich war es eigentlich so, dass ich meine Heimat nach wie vor hier natürlich sehe, aber meine Kinder, die sind nach München und nach Frankfurt und die Enkel leben da. Aber ich habe auch in Pfalz-Grafenweiler noch eine Tochter leben mit ihren Enkeln. Also so die Traditionen versuchen wir aufrechtzuerhalten. Sie haben im Buch auch einen Artikel geschrieben und erwähnen dort auch, dass aus Ihrer Familie unter anderem 2 Rabbiner hervorgegangen sind. Ja, also das Baisingen war ja eine sehr religiöse Gemeinde vom Judentum her. Und da gab es eine soziale Kontrolle, eine Kontrolle religiöser Art. Also die Dorfbewohner, die mussten in die Synagogen und waren fromm. Es gab eine jüdische Schule und die Kinder lernten von klein auf, was wichtig ist in der Religion. Und aus diesem religiösen Umfeld entstanden 2 bekannte Rabbiner in Bad Mergentheim, Dr. Moritz Kahn und in Heilbronn. Den Dr. Ludwig Kahn, jetzt habe ich es. Und da sind wir ganz stolz. Also promovierte Kahns gab es nicht erst mit mir, sondern viel vorher. Aber das war so, dass die Rabbiner damals auch studieren mussten. Man hat gesagt, der Rabbiner ist ein religiöser Mann, der holt seine Religion in den Studien in der Religiosität. Aber er sollte auch von Staats wegen eine Befähigung bekommen. Und das hat man damals im Sinne der Gleichberechtigung, hat man dafür gesorgt, dass die an der Universität Tübingen studieren und promovierten. Und einer ihrer Vorfahren, Hirsch Benedikt Kahn, war 50 Jahre lang Kirchenpfleger, wie das damals geheißen hat. Also das war der christliche Begriff, obwohl er jüdischer Kirchenpfleger war, also Synagogenpfleger, der sich um die Finanzen gekümmert hat und der erhielt sogar eine Verdienstmedaille. Der hat vom König von Württemberg damals eine Verdienstmedaille bekommen. Ich habe das viel später auch erst historisch rausbekommen. Das ist ja heute kein Problem mehr. Man geht ins Internet und da gibt es wunderbare Abhandlungen. Aber da ist man stolz drauf,
Wenn man sich vorstellt, beinahe 50 Jahre in der Gemeinde zu wirken als wichtiger Mann, das ist außergewöhnlich. Wir schauen jetzt mal hinein in die Beisinger Synagoge. Das ist so in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts ein Gottesdienst. Wenn Sie da etwas dazu sagen, Herr Dr. Kahn. Also Sie sehen Männer, in der Synagoge sitzen die Männer getrennt von den Frauen. Die Männer sitzen unten und im Hintergrund sieht man eine Empore, da saßen oben die Frauen. Und die Männer haben so komische Stöcke mit so Pflanzen. Ich sehe es jetzt schon ein bisschen in der Entfernung nicht mehr so deutlich. Aber das war sozusagen an diesem Feiertag, haben die so einen Palmzweig gehabt. Und das war eine sehr wichtige Geschichte. Das war an Sukkot, am Laubhüttenfest. Und da hat man von verschiedenen Pflanzen einen Stab gemacht und hat auch so eine kleine Frucht gehabt, den Etrog. Und da hat man Gebete drüber gesprochen. Und man hat eine Sukkah, eine Laubhütte aufgebaut und hat eine Woche lang in dieser Sukkah abends wenigstens gegessen. Ich habe noch in meinem Garten in Nagold eine Sukkah aufgebaut und da gab es noch ein Fest. Das war sehr schön. Und Sie sehen in der Mitte ältere Herren. Der eine hat einen Hut. Das ist so der vierte von links, glaube ich. Das war mein Urgroßvater. Auf den kommen wir nachher zurück. Das war der Jakob Lassar. Man hatte ihn Juden-Jakob genannt. Wenn man ihn so anguckt, nachher sieht man ihn noch mit so einer Mütze und der Zigarre im Mund. Es war ein ganz normaler Mann. Er wurde 93, aber er wurde mit 93 noch ins KZ abtransportiert. Und daneben bei ihm, rechts daneben, ist ein bisschen im Hintergrund, ein Mann mit einer Brille, das war mein Großvater Friedrich Kern. Der hatte das Glück, dass er noch 1940 zu Hause verstorben ist. Oben saßen die Frauen, sicher war da auch meine Großmutter dabei, die leider dann auch auf dem Transport wegkam und nicht mehr zurückgekehrt ist. Was auch interessant ist an diesem Bild, wenn man es mit christlichen Bildern vergleicht aus dieser Zeit, Sie sprachen den Lulav an, den Strauß zum Fest, den Talit, den Gebetsmantel, den Sie umhaben, aber ansonsten waren das Männer, wie sie in der christlichen Kirche auch hätten sein können, mit dem Sonntagsanzug, mit dem Hut auf. Also, und was man jetzt nicht hört auf diesem Bild, ist, sie haben Schwäbisch geschwätzt. Sie haben Schwäbisch geschwätzt und noch etwas, die haben natürlich einen Hut aufgehabt in der Synagoge. In der Kirche hat man ja runtergenommen. Auch wenn wir auf den Friedhof gehen oder ein Gebet sprechen, setzen wir den Hut auf. Manche werden fragen, warum? Warum müsste der Juden einen Hut aufsetzen? Das ist ein altes Gesetz oder eine Tradition. Zwischen Gott und uns soll eine Trennung sein. Und das ist entweder die kleine Kippa oder ein Hut. Das ist der Hauptgrund. Sie haben vorhin die Gesetze angesprochen, die zur Gleichberechtigung geführt haben. 1871 wurde die allgemeine Wehrpflicht eingeführt, die auch für Juden galt. Und es war ganz selbstverständlich für viele der Beisinger Juden, dass sie sich dann auch zum Wehrdienst gemeldet haben. 23 von ihnen waren im Ersten Weltkrieg, haben dort als deutsche Soldaten gekämpft. 4 davon haben den Krieg nicht überlebt, sind im Krieg gefallen und vor der katholischen Kirche in Beisingen gibt es ein Erinnerungsdenkmal an die Gefallenen. Da sind auch 4 Beisinger jüdische junge Männer dabei, die gefallen sind. Einer von ihnen, Max Weinberger, über ihn wird auch im Buch erzählt, starb 1915 im Krieg an der Front, im Kampf ist er gefallen. Und von ihm wird erzählt, dass er noch vorher am Yom Kippur als Vorbeter in seiner Einheit gewirkt hat, vor 100 anderen jüdischen Männern, und dort als Vorbeter gewirkt hat. Und wenig später ist er gefallen, seine Frau und die 2 Kinder blieben in Beisingen zurück. Sie haben auch in ihrer Familie ein Erinnerungsstück an die Zeit als Soldat, wenn Sie da etwas dazu sagen könnten, Herr Dr. Kahn. Also das ist ein sogenannter Reservistenkrug.
alle Männer, die eingezogen wurden und Wehrdienst machten, bekamen, nachdem dieser Wehrdienst vorbei war, einen Erinnerungskrug. Da war der Name der Garnison drauf, auf manchen sogar alle Namen, die da bei dem, wie nennt man das, Regiment dabei waren. Oder, ja. Und das ist einer, den hat man wirklich uns wieder gegeben, nachdem mein Vater wieder zurückgekehrt war, 1945. Das ist das einzige Erinnerungsstück, das man wirklich noch hatte aus dieser Zeit. Und ich habe den natürlich zu Hause. Der war auch mal in der Ausstellung. Es gab in Stuttgart eine Ausstellung vor einigen Jahren, die 100 wichtigen Sachen für Baden-Württemberg. Und da war der Krug auch dabei und die Erklärung, dass es eben eine jüdische Vergangenheit gab, auf die man stolz sein kann. Und eine kleine Nebengeschichte, die Juden, die dann im Ersten Weltkrieg waren, die haben es für nicht möglich gehalten, dass der Adolf Hitler sie irgendwann mal sozusagen deportieren würde. Die haben immer gesagt, ich war doch im Ersten Weltkrieg und habe für Deutschland gekämpft. Und ich habe sogar das Eiserne Kreuz bekommen. Mich werden sie nie holen. Das war natürlich ein Trugschluss. Dieser Reservistenkrug von Ihrem Großvater hat noch eine weitere Verbindung zu Ihrer Familie. Er war Viehhändler. Hat er das Unternehmen gegründet oder wie kam es dazu, dass dann auch Ihr Vater Viehhändler wurde? Ja, also wenn man den Stammbaum anguckt, und da habe ich dann ein bisschen noch mehr rausgekriegt, es gab eigentlich für Juden gar keine andere Möglichkeit. Handwerker ging nicht wegen den Zünften, die den Juden verboten hatten, Handwerk zu lernen. Es gab den Handel, der ihnen genehmigt wurde. Lederhandel, Weinhandel, Viehhandel, je nachdem, in welcher Gegend sie lebten, Kleinwarenhändler und natürlich in der Region, wo viel Landwirtschaft ist, Viehhändler. Was in meinen Vorfahren noch herauszubekommen war, dass auch einige Metzger dabei waren. Aber das hat sich wahrscheinlich Metzger und Viehhändler, das war so ähnlich. Also die Firma nachweislich war von meinem Großvater, dem Friedrich Kahn, und er hatte mit seinem Schwager zusammen die Viehhandlung. Und mein Vater, der 1911 geboren ist, der hat dann irgendwann in die Firma eingetreten. Aber wie das so ist in allen Firmen, wenn so ein junger Kerl kommt auf gut Deutsch, dann hat er dafür gesorgt, dass die Alten da vielleicht ein bisschen was modernisieren und so. Und da gab es ein bisschen Ärger und dann haben die sich getrennt und mein Vater hat die Viehhandlung mit seinem Vater weitergeführt. Bis es nicht mehr möglich war. Man musste einen Handelsschein haben, der wurde aberkannt. Man konnte keinen Handel mehr betreiben. Also die wirtschaftliche Situation hat sich immer weiter verschlechtert. Und man musste diesen Viehhandel aufgeben. Und in den letzten 1 bis 2 Jahren war es meinem Vater nicht mehr möglich, Geld zu verdienen. Also hat er im Straßenbau gearbeitet. Bei der Firma Meier, da gibt es irgendwo in Böblingen eine Baufirma, und da hat er dann wenigstens arbeiten können. Und viel später, wie wir eine Viehhandlung hatten, dann sind die Waggons mit dem Vieh immer nach Eutingen an den Bahnhof gekommen. Das sind 2-3 Kilometer von Beisingen weg. Und es war am Samstag, da kamen die Waggons voll mit Vieh und wir haben die ausgeladen. Und wenn ich da stand, dann hat mein Vater immer gesagt, siehst du die Rampe hier, die habe ich gebaut, wo ich noch Zwangsarbeiter war. Also die Geschichte ist in der jüdischen Familie, meiner Familie, immer ein Auf und ein Ab. Emanzipation, gute Zeiten, schlechte Zeiten. Und dann kam mein Vater natürlich, nachdem er deportiert war, nach 4,5 Jahren oder 4 Jahren KZ kam er wieder zurück, war krank, war unterernährt. Und was macht man dann? Man kehrt an seinen Heimatort zurück, an sein Elternhaus. Hier hake ich noch mal kurz ein, weil wir da gleich noch mal drauf kommen. Wir haben nämlich noch 2 schöne Bilder
aus der Kindheit Ihres Vaters. Das eine ist ein Klassenfoto. Genau, das ist ein Klassenfoto von der jüdischen Schule. In Beisingen gab es eine Synagoge, einen Friedhof, ein Tauchbad, das ist in der jüdischen Gemeinde sehr wichtig, eine Mikwa, weil im Judentum gibt es bestimmte Vorschriften, dass man eintaucht, um hygienische Voraussetzungen zu erfüllen. Und eine jüdische Schule ist wichtig. Also gab es den Lehrer Straßburger und Sie sehen, ich bin selber auch immer überrascht in so einem kleinen Dorf, wie viele jüdische Kinder im gleichen Alter da waren. Und das ist ein Bild, das zeigt diese Schule und da sitzt, glaube ich, vorne einer, der so ganz arg frech aufrecht ist, das ist mein Vater. Und dann haben wir noch ein schönes Bild, auch wieder die jüdischen Kinder, alle verkleidet an Purim. Und Purim ist so ein Fest, wo sich die Kinder verkleiden. Das hat auch natürlich eine Tradition und eine historische Ursache. Aber Sie sehen, diese Kinder haben sich alle verkleidet. Heute würde man Cowboys machen und Prinzessinnen. Und da ist der eine, der zweite unten von ganz rechts, der hat eine Uniform an, der kleine Junge. Und da sehen Sie schon, wie national auch diese Juden ihr Land verteidigen wollten und stolz waren, in den Krieg zu ziehen. Das kann man eigentlich sich heute gar nicht mehr so vorstellen, aber die waren auch nicht anders wie alle anderen. Zu Ihrem Vater gehört dann auch noch, dass er geheiratet hat, 1938, Irene Weinberger aus Haigerloch. Ja, die haben die Gemeinden in diesem Gebiet, Haigerloch, Rexingen, Beisingen, Nordstetten, Horb, das war so eine Enklave, wo ganz viele jüdische Dörfer waren. Jüdische Dörfer heißt, da waren bis zu 30% der Bevölkerung Juden. Das ist ein großer Anteil, wenn man sich das vorstellt. Und es war dann so, dass man dann natürlich, die jungen Menschen haben sich dort und dort getroffen und mein Vater hat die Frau Weinberger geheiratet und die wurden aber beide miteinander abtransportiert 1941. Und die erste Frau meines Vaters hat das KZ nicht überlebt. Und er war in 9 verschiedenen KZs. Warum hat er überlebt? Er war jung, er ist 11 geboren, er kam 41 weg, er war 30 Jahre alt, kräftig, er hat viel gearbeitet mit seiner Viehhandlung, er war ein kräftiger junger Mann und er hatte eine größere Überlebenschance wie vielleicht einer, der Arzt oder Rechtsanwalt war. Der konnte körperlich nicht so arbeiten und das war aber damals wichtig. Bei den Selektionen hat man gesagt, er hat Kraft, den können wir noch brauchen. Und der ist so schmächtig und auch noch war vielleicht ein ganz guter Arzt und Rechtsanwalt, aber Steine schleppen kann man den nicht lassen, also selektieren wir da aus. Das klingt furchtbar, aber es war so. Also mein Vater hat überlebt, am Schluss in Theresienstadt. Theresienstadt, da gab es einige schwäbische Juden, die dort waren. Und Sie können sich ja vorstellen, in so einem KZ, da hat man gehört, wenn der schwätzt, der sagt schwätzt und der andere sagt, ich spreche. Also hat man gesagt, wo kommst du her? Ah, ich komme aus dem Schwäbischen. Und dann haben die sich schon so ein bisschen gesehen. Und da hat er auch eine junge Frau gesehen, die auch im KZ war, aus Stuttgart. Das war später seine zweite Frau und meine Mutter. Aber er wurde befreit und ging nach Beisingen. Und es wusste eigentlich von seinen Verwandten, niemand hat dieser Hurrikan überlebt. Und er selber wusste auch nicht, wer hat denn überhaupt von meiner Familie überlebt. Hat mein Großvater überlebt, hat meine Mutter überlebt, hat meine Frau überlebt, die Frau Weinberger und auch noch die anderen Bekannten in Beisingen. Aber er kam mit drei anderen Leuten zurück in sein Heimatdorf. Und jetzt kommt das interessante nächste Dia oder
Bild. Genau, Sie haben ein ganz besonderes Dokument. Ich lese für uns mal einen Abschnitt daraus vor. Es ist von seinem Bruder Siegfried. Und oben, wenn ich das noch sagen darf, Herr Trautwein, sehen Sie das Rote Kreuz. Ja. Das Rote Kreuz hat natürlich dann versucht zu vermitteln, wer hat überlebt. Das war ja bei den Soldaten genauso. Mhm. Ne? Und er hat dieses Telegramm bekommen. Mein liebster Bruder, Gott sei Dank, du bist am Leben. Nachricht von USA. Bin überglücklich. Versuche dir zu schicken. Antworte sofort. Bin gesund. Bleibe gesund. Dein Bruder Sigi. 9. Juli 1945. Also es ist natürlich alles ganz knapp im Telegrammstil. Die überglückliche Nachricht, die der Bruder, der in England war, ja, über das amerikanische Rote Kreuz wohl bekommen hat und so jetzt seinem Bruder schreibt. Und schicke dir, das heißt wahrscheinlich, er schickt ihm ein Päckchen mit Lebensmitteln, mit irgendetwas, das er ihm schicken möchte. Und so entstand der Kontakt der beiden Brüder wieder. Vielleicht darf ich noch erwähnen, mein Onkel Siegfried Kahn, das war der jüngere Bruder von meinem Vater Harry Kahn. Mein Vater 1911 geboren und der Sigi Kahn 1921. Das war der kleinere Bruder. Wie das alles so schlimm war, dann war der ja noch viel jünger. Aber die Eltern hatten, es waren arme Viehhändler. Es gab reiche Viehhändler, es gab arme Viehhändler. Und meine Familie musste das gesamte Geld zusammenkratzen, um alles das zu bezahlen, dass sie diesen jüngeren Sohn, den Siegfried Kahn, nach England emigrieren lassen konnten. Da musste man einen Kontakt herstellen mit irgendjemandem, den man dort kennt. Und dann hat man den nach England geschickt. Und sein Vater, der Vater von den beiden auf dem Bild, der Friedrich Kahn, der noch 1940 normal gestorben ist in Beisingen, der hat dem Sigi ein kleines Gebetbuch als Mitgabe. Er konnte ja nichts mitnehmen. Und das Gebetbuch hat er ihm mitgegeben und hat reingeschrieben, Mensch, lerne beten, bevor dich das Schicksal dazu treibt. Und dieses kleine, das berührt mich sehr, dieses kleine Buch hat er immer bei sich gehabt. Immer. Und das Buch gibt es noch bei meinem Cousin. Der Sigi hatte dann Kinder in England und er wurde Engländer. Und deshalb sehen Sie auf dem Bild, das Telegramm hat er geschickt als englischer Soldat, wie er es rausbekommen hat, dass sein Bruder überlebt. Und 1945 kam er als englischer Soldat nach Beisingen. Das ist dieses Bild dieser beiden Brüder, 10 Jahre Unterschied. Er ist dann immer wieder nach Beisingen gekommen, er hat dann auch eine Familie gegründet und er kam mit seinen Kindern immer wieder, so alle 2 Jahre, hat Urlaub bei seinem Bruder in Beisingen gemacht. Er war ja perfekt, da hat er Deutsch gekonnt, das war kein Thema. Und wie er dann nach Beisingen kam, dann hat meine Mutter selig immer erzählt, sie hat den Sigi am Bahnhof abgeholt in Ergenzingen und lief mit ihm dann ins Dorf. Und da kam er in das Dorf rein und es war 45 und 39 hat er das Dorf verlassen. Das waren 6 Jahre. Und er kam mit der Uniform ins Dorf reingelaufen. Da kam die erste Bauersfrau entgegen und hat gesagt, ja Sigi, was machst denn du hier? Und wieso hast denn du eine englische Uniform an? Also die Leute, die konnten manche Dinge gar nicht begreifen. Und es hat lange gedauert, bis jemand sich auch mal Gedanken darüber gemacht hat. Und so eine Veranstaltung wie heute, wie lange ist das jetzt her? Und dass so ein Buch entsteht, wie lange hat es gedauert, bis man heute eine solche Aufarbeitung schafft? Wie ging es denn den beiden Brüdern mit dem Stichwort Heimat im Nordschwarzwald? Sie erzählen davon Heimat über 10 Generationen. Ja, also er war Engländer, aber er hat sich nie heimisch gefühlt. Er hat dort eine Familie gegründet
Und er kam immer hierher und er hat einmal Heimatgefühle gespürt, wie er hier war, aber er konnte es überhaupt nicht verstehen, dass sein Bruder hier lebt. Und es gab viele Menschen, die nach dem Holocaust die Gräber ihrer Vorfahren besucht haben in Beisingen oder aber die emigriert waren noch rechtzeitig, aber dann in den 50er Jahren nach Beisingen wieder zurückkamen, die gesagt haben, wir können gar nicht verstehen, dass du hier lebst. Ich habe mir manchmal Gedanken gemacht, warum das mein Vater gemacht hat. Können wir vielleicht nachher am Schluss noch mal ein bisschen drüber reden. Wir haben noch ein Bild von der Hochzeit Ihrer Eltern. Also meine Mutter hat er in KZ Theresienstadt kennengelernt und wie er 45 zurückkam, hat er dann natürlich erfahren, dass diese junge Ehefrau umgekommen ist im KZ. Und er hat sich der jüdischen Gemeinde in Stuttgart dann mal angeschlossen. Es gab ja keine Gemeinde da mehr, sondern in Stuttgart war ein Zentrum. Und unter anderem sah er dann meine Mutter wieder, die er im KZ auch schon gesehen hat. Das war eine blonde Frau. Und die Vorfahren kamen aus Russland, aus Cherson. Und dann haben die sich lieben gelernt und haben 46 geheiratet in Beisingen. Und der Mann, der rechts mit dem Stock war, das war auch ein Überlebender vom KZ, ein Herr Harburger. Und ein Jahr später bin ich auf die Welt gekommen, 1947. Zur Erinnerungsarbeit, die Ihr Vater betrieben hat, gehört auch dieses Mahnmal auf dem Beisinger Friedhof. Wir haben hier verschiedene Bilder. Zunächst mal das erste, da haben Sie uns vorhin erzählt und dann fällt es auf, da sind noch keine Namen drauf. Ja, wenn Sie sich nach Beisingen mal verirren, da gibt es eine Synagoge, die als Gedenkstätte, da kann man rein, Sonntag zwischen 2 und 5, glaube ich, oder 2 und 4, kann man besichtigen. Da gibt es dann Gegenstände noch, die von den Juden damals sind und Bilder. Und dieser Gedenkstein hat mein Vater gestiftet, weil er wollte, dass man ein Gedenken hat an all die Menschen, die aus Beisingen deportiert wurden. Und damals wusste man vielleicht noch nicht so genau, man musste das historisch abklären, wer ist umgekommen, wer ist ausgewandert. Und da waren die Namen noch nicht drauf, aber heute kann man den Gedenkstein sehen und da sind die ganzen Namen drin, dann auch von meiner Großmutter und so weiter. Genau, wir haben hier noch ein Foto von der Einweihungsfeier mit dem Rabbiner, wahrscheinlich aus Stuttgart. Ja, oder der Kantor war das wahrscheinlich, bin mir nicht sicher. Und dann gibt es die Männer, die haben alle diese Hüte auf, sehen ein bisschen aus wie amerikanische, wie sagt man, so Agenten, ja, das war so, oder? Und mein Vater, der hatte den dunklen Mantel mit dem Hut und hinter dem, oder neben dem Mann mit dem Zylinder 2 Männer weiter zur Seite, das war mein Vater selig. Mhm. Und das Mahnmal sieht natürlich heute ein bisschen anders aus, mit den Namen drauf. Da stehen dann alle drauf. Ich glaube, das sind so ungefähr 70 Namen oder 60. Ja, jetzt habe ich einen Schlüssel von dem Friedhof und es ist für mich etwas ganz Besonderes. Ich habe meinen eigenen Friedhof. Ich gehe da hin, schließe auf, sage ein Gebet, lauf mal drüber, guck, ob die Steine alle in Ordnung sind. Weil Sie wissen, in den jüdischen Friedhof wird nichts umgebettet. Das bleibt, bis der Messias kommt. Und das ist etwas ganz Besonderes auf diesen jüdischen Friedhöfen. Meistens sind sie außerhalb, so ein bisschen im Wald. Und es sind wunderbare Bilder, wenn die Sonne scheint, diese alten Gräber, da wird auch nichts gerichtet. Das lässt man so. Man sorgt dafür, dass sie nicht umfallen. Aber ansonsten ist es ein sehr schönes Gefühl, wenn man weiß, da hat man noch eine Verpflichtung und man ist noch für irgendetwas da, als letzter von allen diesen Dorfjuden. Und auch ganz wichtig, um das Andenken zu bewahren, genau, an die Menschen mit ihren Namen. Ja. Ja. Ihr
Vater, beziehungsweise zu diesem Friedhof gibt es ja noch eine Geschichte, als ihr Vater kam. Das war lange vor diesem Erinnerungsstein. Da war ja ein Zaun drumherum. Ja, also das hat mein Vater immer erzählt, wie er zurückkam. Das Erste, was er gemacht hat, zu seinem Elternhaus, da wohnten Menschen drin. Die ganzen jüdischen Einrichtungen, Häuser wurden ja von der deutschen Finanzdirektion verkauft an andere Menschen. Aber es gelang dann, das wieder zurückzubekommen. Wertgegenstände wurden versteigert, wie die Juden weg waren. Man konnte bestimmte Dinge noch wieder bekommen. Das war dieser Reservistenkrug von vorher. Aber es ist so, dass man nicht mehr viel übrig hatte. Und wie er zurückkam, dann ist er zum Friedhof gegangen und hat gesehen, dass der Zaun um den Friedhof fehlt. Und hat er das rausgekriegt, dass der Nazi-Bürgermeister, ich nenne es jetzt so, der hat einmal erstmal den Zaun genommen, hat um seine Obstgärtel rumgemacht. Und der könnte sich vorstellen, wenn einer vom KZ alles mitgemacht hat, mit dem war nicht mehr so leicht Kirschen essen. Und er hat gesagt, wenn der Zaun nicht am nächsten Tag wieder da oben ist, dann passiert was. Und der Zaun war wieder schön oben am Friedhof am nächsten Tag. Da sehen Sie schon, mein Vater kehrte als anderer Mensch aus dem KZ zurück. Viele Menschen haben zu mir gesagt, es war, der war vielleicht, ich bin auch relativ nah am Wasser gebaut, das war er sicher nicht. Aber er war ein sensibler Mensch. Aber die Schale, die er nachher hatte nach außen, die war sichtbar. Er war eine Respektsperson und er hat sich gewehrt, wenn er gesehen hat, dass wieder antisemitische Dinge aufkommen. Und da gibt es Beispiele dafür, in dem Buch führe ich es an. Dann war es so, da hat er sich selber geholfen und nicht gewartet, bis jemand kommt und sagt, du, das sollst nicht so sagen und das sollst nicht so machen. Da gab es noch andere Möglichkeiten, die mein Vater genützt hat. Also bis hin zu körperlichen Angriffen, weil er hat sich nichts mehr gefallen lassen. Man muss sich das mal vorstellen, man kommt zurück, hat nichts mehr, hat alles verloren und muss dann sehen, im eigenen Haus wohnen andere Menschen, meine ganzen Besitztümer sind weg. Und manches hat er wieder zurückbekommen, aber sicher das Wenigste. Gibt es da Erinnerungen oder hat Ihr Vater darüber gesprochen, dass er dann irgendwo anders mal Dinge gesehen hat, wo er genau gewusst hat, wem die vorher gehört haben? Ich weiß es nicht mehr im Einzelnen, aber ich muss sagen, ich habe das dann auch für mich selber so ein bisschen rausgekriegt. Das wusste ich zu der Zeit nicht, wie ich so angefangen habe, als Arzt zu arbeiten. Da bin ich mal im Nachbardorf in einer Wohnung und es war eine ganz einfache Bauernstube und da hing eine ganz tolle Uhr an der Wand. Und wenn man eine schöne alte Uhr sieht, dann hat man sich doch interessiert. Das passt doch gar nicht da rein, was ist denn da los? Aber ich sage, Sie haben eine ganz tolle Uhr da. Sagt er, ja, die habe ich damals in Beisingen, wenn die Versteigerung war von den Judensachen, da habe ich die gekauft. Da wurde es mir erst bewusst. Und erst viel, viel später, erst im letzten Jahr gab es ja mal einen Bericht im Fernsehen über die Versteigerungen, die waren. Und es gibt auch eine Annonce, die habe ich noch im Original zu Hause. Da wurde eine Ankündigung gemacht, am so und so vielten, Dienstag den so und so vielten, vor dem Haus Kahn in Beisingen werden die Sachen versteigert. Und das habe ich rausgekriegt, da stand der oben am Fenster, war ja niemand mehr da von den Kahns, die waren alle weg und hat man denen ihre Sachen versteigert. Bettwäsche, Geschirr, alles. Und es wurde alles aufgezeichnet. Deutsche Beamten zeichnen alles auf. Da wurde genau geschrieben, die Bettwäsche von der und der Frau hat so und so viel Erlös gebracht. Und ich habe diese Unterlagen viel, viel später im Original gesehen. Nur, wenn die Juden zurückkamen und man hat gesagt, ich möchte doch jetzt wieder sogenannte Wiedergutmachung für die Dinge, die weg waren, da hat das Finanzamt pauschal gesagt, es gibt keine Unterlagen mehr. Die sind alle weggekommen.
Das hat nicht gestimmt. Es wurde alles gefunden und von Historikern nachher aufgearbeitet. Und das war ein Problem für meinen Vater erst. Da wird der Staat bietet irgendwelche Geld an für die tote Mutter. Das muss man sich mal vorstellen. Und mein Vater hat immer gesagt, für meine Mutter selig hat mir der Staat 900 Mark angeboten, weil sie so und so lange im KZ war, bis sie umgekommen ist. So funktioniert der Staat. Und es gibt sicher heute auch noch viele Beispiele, die genauso ungerecht passieren. Und man sollte aufpassen, wenn man so etwas merkt, dass man auch mal sagt, das ist nicht in Ordnung. Wir haben jetzt ein Bild, Sie haben vorhin schon erzählt, dass Ihr Vater den Viehhandel wieder angefangen hat. Das war jetzt Viehhandel in Nagold. Und in Beisingen. Und in, das Bild ist in Nagold auf dem Viehmarkt. Es gab größere Viehmärkte. Nagold war ein größerer, Herrenberg war ein größerer. Es ging aber runter bis nach Kirchheim-Teck und dann in Schwarzwald rein. Und es war so, da ist er da gestanden mit seinem weißen Kittel. Der hat immer einen weißen Kittel angehabt. Das Vieh mussten wir morgens da um 7 Uhr da hinstellen. Ich war als kleiner Junge immer dabei. Und ich glaube, ganz hinten, wenn mich nicht alles täuscht, steht noch so ein kleines VW-Dach. Ja, sieht man das? Oder kommt es mir nur so vor? Da saß meine Mutter drin bei den großen Märkten und hat das Fenster runtergedreht und das war das Büro. Und der kleine Junge, wenn ich noch nicht in die Schule gehe, dann hat mein Vater das dem Bauer verkauft, hat einen Zettel geschrieben mit der Ohrmarknummer von dem Vieh und hat gesagt, bring das der Mama, hat den Preis draufgeschrieben und der kleine Fredi ist rüber zu seiner Mutter und hat es gebracht und den Bauer gebracht und dann hat er gesagt, wie er es zahlen will und wann es geliefert wird. Also ich war in dieser Viehhandlung aufgewachsen und mein Vater hatte wirklich immer gedacht, aus mir wird ein Viehhändler. Ich bin heute froh, dass es nicht so war. Aber für ihn, nach all diesen Generationen wieder einen Sohn nochmal zu haben, nach all dem, was er erlebt hat, das war für ihn nicht so einfach, dass der jetzt Arzt wird. Das war für ihn nicht so leicht. Und dann noch nicht mal Tierarzt. Ne? Und dann hat er, der Kerl hat da nur Tierarzt fertig studiert, dann hat er noch Hoffnung gehabt und dann hat er Arzt gemacht, dann war die Hoffnung dahin. Aber am Schluss, glaube ich, war er froh, weil er gemerkt hat, die Landwirtschaft geht zurück. Wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, dass es ja ganz viele Viehjuden gab. Ja. Und Sie haben im Vorgespräch auch erzählt, wie das mit der Sprache war, dass da das Hebräische eine Rolle gespielt hat. Können Sie das also mal etwas erzählen? Die Viehhändler waren eine Domäne der jüdischen Handelsleute. Und die jüdischen Handelsleute haben ja qua ihrer Religion in der Synagoge Hebräisch gebetet und haben auch Hebräisch bestimmte Wörter aus dem Hebräischen rübergenommen in die Normalsprache. Ja? Achila heißt Essen. Ja? Para oder Bore auf Schwäbisch heißt die Kuh. Und die Viehhändler haben sich untereinander so verständigt. Natürlich auch, damit die Bauern das vielleicht nicht verstehen. Wenn es um einen Preis ging, dann haben die hebräische Zahlen genommen und haben sich da unterhalten. Da konnten sie sagen, du, jetzt gib ihm doch das 50 Mark billiger. Dann hat er das zudem auf Hebräisch gesagt. Dann hat der Bauer das nicht gewusst oder hat vielleicht gesagt, wenn du das kaufen willst, gib ihm doch 50 Mark mehr. Und das war, die Viehhändlersprache war Hebräisch. Und ich habe dem Herrn Trautwein nachher erzählt, wie die Juden alle weg waren, dann wurden ja aus den Helfern von den Viehhändlern, die im Stall Hilfe gemacht haben bei den Viehhändlern, da wurden nachher kleine Viehhändelsunternehmen, weil die haben das ja bei ihrem früheren jüdischen Chef gelernt und die haben dann Viehhandlungen aufgemacht. Und auch die haben weiterhin das Hebräisch untereinander gesprochen, obwohl sie mit dem Judentum gar nichts mehr zu tun hatten. Und es gab eine sogenannte Viehhandelsschule in Bayern. Und wenn einer Viehhändler werden wollte, dann konnte er da
für ein paar Monate auf die Viehhandelsschule und da gab es ein kleines Kursbuch, wo man hebräische Zahlen und hebräische Ausdrücke gelernt hat, diesen christlichen Viehhändler noch in den 50er, 60er Jahren. Das ist ganz interessant. Und Sie merken ja, in unserer Sprache gibt es noch viele Ausdrücke, wo man zurückgeht auf das Hebräische. Ja? Warum? Weil die jiddische Sprache, man hört ja Jiddisch, ja, das war das Mittelhochdeutsch, das wir hier alle im Mittelalter gesprochen haben. Nur unsere Sprache hier hat sich verändert, aber die Juden, die dann nach Osten ausgewandert sind, die haben diese Sprache mitgenommen und haben sie immer weiter gesprochen. Und das ist das Jiddisch. Die deutschen Juden, die Deutsch gesprochen haben, die haben nie so Jiddisch gesprochen wie die osteuropäischen Juden. Alle osteuropäischen Juden, die können ein perfektes Jiddisch und das klingt ziemlich deutsch. Warum? Weil das war die Sprache hier insgesamt im Mittelalter. Und hier hat man dann halt Schwäbisch-Hebräisch gesprochen. Und da hat man Schwäbisch-Hebräisch gesprochen. Da war das noch ein bisschen... Ja. Wir haben vorhin schon über Jakob Lazar gesprochen, den Juden Jakob. Hier sehen wir das Bild im Alltag. Vorhin haben wir ihn in der Synagoge gesehen mit Anzug, Hut, Talit um und hier mit dem Stumpe im Mund. Ja. Und Sie haben vorhin auch erzählt, dass er mit Ihrem Großvater gemeinsam unterwegs war, als Der hat ja bei seiner Tochter, meiner Großmutter, gewohnt. Und so ein alter Mann, der muss sich doch noch ein bisschen nützlich machen. Und er war ja bekannt als der Juden Jakob. Also ist er in die Nachbardörfer gegangen und hat so ein bisschen rumgehört, wo ist vielleicht jemand, der ein Stück Vieh sucht, wo ist jemand, der eine Schlachtkuh zu verkaufen hat. Und das war so ein bisschen sein Nebenjob als sehr uralter Viehhändler und Rentner. Und es gibt die Geschichte, er hatte immer Bonbons in der Tasche. Und das war bekannt, das hat mir ein alter Mann erzählt, das nachher ein Patient bei mir war. Der hat mir vom Juden Jakob erzählt und hat gesagt, der Juden Jakob, der hat immer Bonbons dabei gehabt. Und wenn der ins Dorf kam, die Kinder kannten den. Und da sind sie schnell zu ihm hin und hat er denen einen Bonbon gegeben und hat aber gleichzeitig mal gefragt, du, hat dein Vater nicht im Stall vielleicht, was er verkaufen will? Dann gehen wir da mal hin und dann zeigst du mir das. Also das war sozusagen ein, wie nennt man das heute, würde man sagen, so ein Vermittler. Ja? Und der war sehr bekannt. Und diese Anekdote, wenn ich die kurz noch erwähnen darf, ich wusste vom Juden Jakob nur, dass er so alt war, 93, und ins KZ kam und dort verstorben ist. Und ich bin beim alten Bauern und der im Herbst war ich fertig mit der Untersuchung, beim Hausbesuch, und da steht da so eine Tüte mit Nüsse, mit Walnüsse. Und er sagt, ich habe Ihnen heute die Walnüsse mitgegeben, aber das sind ganz besondere Walnüsse. Da habe ich gedacht, was sollen das für besondere Walnüsse sein, so wie alle anderen, oder? Da hat er gesagt, das sind deshalb besondere Walnüsse, weil wenn Sie rausgucken aus dem Fenster, dieser Nussbaum, da sind diese Walnüsse her und Ihrem Urgroßvater, dem Juden Jakob, habe ich jedes Jahr solch eine Tüte von dem Baum gegeben über viele Jahre. Und die Tradition halte ich jetzt aufrecht, solange ich hier bin und Sie mein Hausarzt. Also das tut einem dann einmal gut und einmal gibt es einem sehr zu denken. Das war der Juden Jakob. Sieht aus wie ein schwäbischer alter Mann. Ja, ein wunderbares Charakterbild von einem Mann, der auch so in sich ruht, zufrieden schaut, mit seinem Stumpe so genießt, auf sein Leben zurückblickt, viele Erfahrungen hat, viel erzählen könnte. Und gleichzeitig liegt in diesem Bild auch die ganze Dramatik drin, wie Sie erzählt haben, dass er noch im hohen Alter von 93 Jahren in Theresienstadt ermordet wurde. Jetzt fällt mir noch ganz kurz was ein. Sein guter Freund aus Beisingen, christlicher Mann, der hat ihn nach Ergenzingen begleitet, zu Fuß bis zum Bahnhof. Die mussten ja sich dann und dann einfinden.
Und dann fuhr er mit der Eisenbahn von Ergenzing nach Stuttgart. Und der christliche Nachbar, sah ihn da mit dem Koffer und hat gesagt, Jakob, willst du verreisen? Dann hat er gesagt, nein, ich muss verreisen. Also das sind so kleine Nuancen, die einem wirklich das anschaulich machen, dass die jüdische und die christliche Bevölkerung, wie noch nicht der Nationalsozialismus so aufkam, über viele, viele Jahre ganz friedlich und vernünftig miteinander gelebt haben. Es gibt sogar Beispiele, dass da eine Symbiose war. Die christlichen Menschen vom Dorf hatten eine Möglichkeit, Geld zu verdienen im Haushalt der Juden als Hilfe und die Männer als Hilfe im Viehhandelsstall. Und es gab aber auch noch ganz im privaten Bereich, die Juden dürfen am Schabbat keine Arbeit verrichten. Arbeit ist aber auch Feuer anmachen. Also hat die jüdische Frau ihrer Nachbarin gesagt, am Freitagabend mache ich einen Eintopf, Cholent heißt es, und der bleibt im Ofen bis am Samstagmittag. Und dann essen wir das, weil wir dürfen am Samstag nicht kochen. Die Frauen waren eigentlich froh, wenn sie einen Ruhetag hatten, ne? Das gibt es ja heute kaum. Und dann hat sie aber zu ihrer Nachbarin gesagt, kommst du am Samstagmorgen und legst mir einen Scheit in meinen Ofen rein. Das durfte sie auch nicht machen, weil das war Arbeit. Aber da gab es eine wunderbare Gemeinschaft, die hat da geholfen und die da. Das war das Dorfleben, wie alles noch in Ordnung war. Ganz herzlichen Dank, Herr Dr. Kahn, für die Einblicke, die Sie uns gegeben haben in jüdisches Leben im Nordschwarzwald, in jüdisches Leben Ihrer Familie, mit den Höhen, mit der Normalität, vielleicht auch mit der Banalität des Alltags, die so war, ja. Aber natürlich auch mit den ganzen furchtbaren Ereignissen, die natürlich schon tief gehen, uns berühren. Und wir möchten natürlich mit diesem Buch, mit den Vorträgen auch dazu beitragen, um deutlich zu machen, es gab ein gutes Miteinander und es gibt ein gutes Miteinander und es wird es hoffentlich auch weiterhin in Zukunft geben. Ganz herzlichen Dank für die Einblicke, die Sie uns gegeben haben in eine Welt, die uns vielfach fremd ist. Wer noch mehr dazu lesen möchte, kann das gerne in dem Buch tun. Sie haben es am Ende noch angesprochen, diese christlich-jüdischen Verflechtungen und Zusammenarbeit. Da gibt es hier auch ein paar Beispiele drin. Das ist wirklich sehr bewegend, es zu sehen. Und ja, wir sind gespannt auf den nächsten Abend, wo es dann um Ihr eigenes Leben geht, um Ihre Reflexionen, auch um Ihre Erinnerungen, was Sie zu dem gemacht hat, wer Sie heute sind. Heute ging es um die Familie und dazu sind Sie auch wieder herzlich eingeladen.